Vitalorhythmie zum Zentrieren. Diese Übung stellt in das Kraftfeld zwischen oben und unten, zwischen Leichte und Schwere, zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Finsternis. Damit macht sie das körperlich-seelische Zentrum bewusst. Sie hilft, sich zu zentrieren. Beginnen Sie die Übung, indem Sie die Füße etwas mehr als hüftbreit auseinandersetzen. Spüren Sie, wie das Gewicht Ihres Körpers ganz auf den Füßen und Beinen ruht, die zusammen ein Dreieck bilden. Die obere Spitze dieses Dreiecks befindet sich in Höhe des Zwerchfells am Sonnengeflecht. Ziehen Sie innerlich eine Linie zwischen beiden Füßen und begleiten Sie diese Haltung mit dem innerlich gesprochenen Satz: Schwere lastet abwärts. Führen Sie nun die Arme nach oben, sodass sie ebenfalls ein Dreieck bilden, dessen Spitze sich mit dem unteren Dreieck im Sonnengeflecht überlappt. Der Blick bleibt gerade ausgerichtet. Ziehen Sie innerlich eine Linie zwischen beiden Händen und begleiten Sie diese Haltung mit dem Satz: Licht strömt aufwärts. Jetzt richten Sie, immer noch in dieser Haltung verharrend, Ihre Aufmerksamkeit auf die Region, in der sich beide Dreiecke überschneiden, auf Ihre Mitte. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Bleiben Sie mindestens eine halbe Minute so stehen und lösen Sie dann Arme und Beine. Wiederholen Sie diese Übung dreimal und spüren Sie dann noch eine Zeit lang nach, welche Wirkung diese Haltung auf Sie hat.